Was geht, Leute? Wir sind in Köln. Wir sind bei unserer Pop-Up-Location hier. Und heute ist tatsächlich schon der zweite Tag. Wir haben verballert, am ersten Tag aufzunehmen, Intro zu machen etc. Deswegen zeige ich euch gleich nochmal einen kleinen Einblick von gestern. Kurz davor möchte ich aber euch noch ganz kurz zeigen, was wir hier alles haben. Hier auf der Fläche verkaufen wir unseren Stuff. Wir haben hier ungefähr 7-8 Stangen aufgestellt mit Crema. Haben hier unser DJ-Pult, wo der DJ gespielt hat und noch spielen wird. Selected Widgets hier oben ist die Umkleide da. Das hier ist unsere Outfit-Check-Area. Und Spiegel-Area, um den Drip abzuchecken, den man kauft. Kleine Tooth-Jam-Corner und Tattoo-Corner. Hier mit Bar. Auf der anderen Seite, ich kann euch die Bar noch mal kurz zeigen. Die Bar ist eigentlich nur das hier. Kühlschrank. Guck, der ist nicht mehr so voll, Digga. Ah, ja, stimmt. Ja. Lemonade fast weg. People bin sippin. Und dann zeige ich euch noch kurz einen anderen Raum. Das ist der Raum von 22 Dab. Ich werde ihn euch später nochmal in Action zeigen. Hier hat Daniel sein kleines Archive und verkauft Pieces raus. Auch sehr korrekter Dude. Werde ich auch noch kennenlernen. Das ist die Location. Ich roll euch jetzt nochmal den Clip von gestern. Viel Spaß dabei und dann sehen wir uns später wieder. Peace. Wir sind im Airbnb gelandet, ist super nice hier. Wir sind im 10. Stock hier. Over Cologne City. Es war ein rainy day. Wir haben jetzt quasi Frühstück geholt, wir frühstücken jetzt und ich zeige euch kurz mal die Crib, bevor es losgeht. Lino und ich pennen hier im Kinderzimmer von dem Bre, der uns das Airbnb vermietet. Hier kommt man rein. Hier ist quasi unser Wohn- und Essbereich mit einer offenen Kitchen. Dann View natürlich auf die andere Seite raus, weil ein View wäre natürlich langweilig. Und dann zeige ich euch noch unser Fitnessstudio. Herr Böckhaus, Fitnessstudio. Das Fitnessstudio ist jetzt auch zu einem Schlafzimmer umfunktioniert worden. Aber das ist quasi das Reich von den anderen Bres. Wir essen jetzt und dann geht's zum Pop-Up. Wir sehen uns da. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, 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 Leute. Alright, alright, alright. Schön, dass ihr gewartet habt, Leute. Wir machen jetzt auf. Alhamdi, kommt rein, habt Spaß. Wir sehen uns drinnen. Oder? Ja, prima, so ein Schwein. Und Leonie. Überwältigt. Hey, schon, Alter. Es gibt wieder direkt Lehmann-Vibes. Crazy. Ich will nur, Bro, ich will nur. Mach deine Arbeit. Ja, der Drucker klappt leider nicht mehr. Ja. Ich habe einen Customized darauf gewählt als Honigkugelschreiber. Aber richtig professional, Alter. Sehr schön. Du bist Laura? Da ist Laura. Hey. Hallo, Laura. Hi. Hallo. Schmetterlinge macht man meistens, aber auch Thank you.
Respekt. Köln Day 2, we're here, we're Liddy. The fam is here, the fan has arrived. Only pretty people in the building. Also Köln Day 2 ist angebrochen. Wir werden jetzt alle Leute begrüßen, so gut es geht. Drinks anbieten, Klamotten, über Klamotten quatschen, connecten, Spaß haben. Und dann schauen wir mal, wie der Tag verläuft. Nur fresh und fit, Alter. Dann haben wir sie nochmal reinbekommen als Female-Version. Was machst du gerade? Ich mach diese QR-Code. Ja, für dein Instagram. Ja, genau, weil die Leute immer fragen, was ich so mache. Ja. Und dann versuchst du denen zu erklären, aber auch eigentlich gar keinen Plan, wie ich das erklären soll. Ja, das dann einfach. Ich aber, ey, so ist, glaube ich, am einfachsten. Einfach Instagram, Shoutout, fertig. Ja. Wunderschön. Yes. Sehr cool. Viel Spaß heute. Wie geht's? Gut. Sieht richtig professional aus, Alter. Sieht aus wie ein Arzt. Halt mal eine Chance dabei. Das ist, glaube ich, meine Favorite Jacke. Das ist die Female Favorite Jacke von mir und das ist die Male Favorite Jacke von mir. Ja, Mann. Und die passt auch, wenn sie dir passt, vom Rast her, passt sie auch zu deiner Person. Hallo Tantu, was ist dein Job hier? Mein Job ist die Umkleidestelle. Lena? Wie sitzt du hier mit so einer? Da ist aber eine frische Hose neben dir. Ja, das ist mega. Vielleicht kriegt die noch einen tollen Besitzer. Ja. Ich will die haben. Ich will die eigentlich auch haben. Lass sein. Ich muss aber erstmal anprobieren, weil die sieht. Bei mir wird sie zu groß sein, weil ich weiß. Lang aus, aber nicht so breit. Deswegen muss man echt gucken. Über die ist sie auf jeden Fall lang. Nee, ich meine breit, aber unten bei den Beinen. Lino, komm her. Du brauchst das Handy, gell? Outfit Check Time. Oh ja. Also, was machen wir jetzt? Wir machen jetzt einen Outfit-Check, Digga. As always. Der zweite Tag ist almost over. Fokusschicht noch sein. Letztes, vorletztes Tab. So roundabout, macht noch die letzten Motive zu Ende. Was geht bei dir eigentlich, Digga? Bist du am Schmollen oder geht's dir gut? Mir nicht, dann chill. Okay. Körper auch am Chill, hat einen Knochen, geht's auch gut. Laura drückt auch noch ein paar Steinchen auf die Zähne. Und dann war's das auch mit heute. Später gehen wir noch was essen und dann Second Day, was a whole success. Schön, dass ihr dabei wart und dann sehen wir uns morgen. Ich hatte Frostball im Dinger. Yes, family is here, man. Fresh people only in this bitch. Wenn ihr warten müsst, könnt ihr auch schon mal hier rein zu 22 Days, die am meisten zusammen. Danke. Hallo. Hi. These late night conversations trying to fool me. Digga. Was hast du hier für einen neuen Sweater, my friend?
Ja, das ist so gefühlt der Einzige, den ich abgreifen konnte. Hat schon alles andere weggekauft. Ich schwör. Aber ja, der ist ein bisschen falsch. Wie läuft die Schlangenarbeit hier? Ich sehe, du hast einige Kunden. Ja, aber voll entspannt. Was redest du so mit denen? Gar nichts. Gar nichts? Nee, doch, der eine hat eine richtig geile Tardi. Diese kurze. Ja, ja. Und er hat 50%. Deswegen meint er so, ja, safe Sache. Er muss nur gucken, ob es passt. Ja? Aber hat jetzt gepasst? Haben wir das gerade verpasst, nee, nee. Gell? Hat nicht gepasst? Nee, ist noch gut, glaube ich. Ich glaube, der kam gerade raus. Ich habe ihn verpasst. Ja, ich glaube. Scheiße. Yo, was geht? Willst du dich mal vorstellen? Hey, Bro. Lukas, was machst du hier? Haare schneiden, ja. Make-up, Nägel, nein, Spaß. Nee, ein paar Haircuts machen, Bro. Aha. Ganz easy, auch ganz chillig. Ja. Wie heißt dein Laden? Barbershop Cologne, kommt gerne vorbei. Brüsseler Straße, 90. Yes. Ja, ich sag mal so, ist der letzte gute Barbershop, so, wo du hingehen kannst. Ich hab schon viel gesehen, Bro. Sehr gut, Alter. Machst du auf jeden Fall clean. Kann noch fresher werden, Digga. Mach, Digga, glaub mir. Geile Experience. Ich mach später auch. Was geht ab, Friends? Willst du sagen, wie du dich gerade fühlst? Out of pocket. Ja, alles ist so. Ja, jetzt. Quasi Midday, 17 Uhr, letzter Tag. Aber es ging schnell, heute. Wegen dem Glücksrad, weil die sich alle angestellt haben und dann konnten die Ersten hier so voll entspannt schauen. Ja, das Glücksrad war nice. Wir lieben alle das Glücksrad. Und wir sind mega happy mit dem Ansturm, den wir hatten, mit den Leuten, die da waren, mit den Friends, die hier participated haben. Und komm auf jeden Fall wieder nach Köln. Lass uns schauen. Das heißt, bleibt auf jeden Fall dran, folgt uns auf allen Kanälen, dass ihr keinen Pop-Up verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Pop-Up-Event, wo auch immer. Danke, dass es euch gibt.